Hallo, Hallöchen und willkommen zurück bei Borderlands The Pre-Sequel. Wir sind mal wieder am Start nach, ja, doch längerer Zeit, wo die Crew einfach keinen gemeinsamen Nenner gefunden hat. Aber jetzt wollen wir wieder große Abenteuer bewältigen, nicht wahr, ihr beiden? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, du brauchst nicht so schreien und dann ist alles gut. Nein, Spaß beiseite. Wir müssen natürlich jetzt wieder zu dem Ziel. Warum kann ich denn gerade... Ach so, jetzt kann ich rennen. Hier ist eine Weapon-Kiste, aber die sind alle scheiße. Boah, die sind alle scheiße, aber trotzdem teilt er nicht. Doch, die liegen alle da, ich will die nicht. Nee, die will ich nicht. Ich verkauf die auch nicht. Hier war doch gerade... Naja, was sollen wir denn jetzt damit? Ich... Oh, schock was. Hier ist übrigens noch eine. Die nehme ich mir dann mal. Zwei, drei. Ich meine, wir können ja am Ende auch mal so ein bisschen tauschen. Wobei, man muss ja sagen, ich war in einer der letzten Episoden ja mit dem Schleim unterwegs, alleine. Und da war das ja richtig sozial, was wir abgezogen haben, oder? Oh ja. Oh ja. Also, man kann nicht sagen, dass es an mir liegt, sondern an meinen Mitspielern, die mich dazu nötigen, so schnell zu looten, weil die sonst die Looten in der sind. Natürlich, es sind immer die anderen. Immer sind es die anderen. Ja, ganz ehrlich, in diesem Let's Play war ich kein Loot Ninja. Das warst, wenn eher du, als Claptrap. Mmh. Ja, schon. Nee. Ich meine, du hast das in den letzten Episoden auch zugegeben. Also es wäre jetzt fatal, wenn du es jetzt auf einmal abstreitest. Aber wollen wir jetzt mal nicht lange drum herum reden, denn wir müssen hier nach oben. Irgendwo müssen wir nach oben. Das war doch nicht hier, sondern... Naja, erstmal nach oben. Ist einer von euch schon... Also ich schätze mal, wir müssen hier ganz nach oben und dann irgendwie durch. Durch so einen Gang oder wie auch immer hier vorne. Das sieht gut aus. Das sieht hervorragend aus. Wir müssen irgendwo diese Holotuse installieren. Das haben wir doch schon gemacht. Haben wir das wirklich schon gemacht? Ja. Wäre das nicht einfach? Oh, diese. Oh. Stimmt, also hier waren wir schon. Zuletzt hatten wir doch gegen diesen Roboter gekämpft, diesen großen. Und da sind wir doch gestorben, Leute. Sind wir da gestorben? Nein. Nein, wir haben aufgehört. Nicht. Stimmt, das war's. So, ich könnte ein bisschen eure Hilfe gebrauchen. Wobei, wo denn? Naja, vorne. Weil ich hier am Kämpfen bin, weil ich der Einzige bin, der offensichtlich den Weg findet. Ich muss ja sagen, auf Englisch gefällt mir das nochmal eine Spur besser. Das ist auf Englisch gestellt. Oft so. Das ist schön. Ich habe das nämlich auch auf Englisch. Ich weiß gerade nicht, was für eine Waffe ich habe, aber die ist nicht schlecht. Och nein. Ich höre schon wieder Claptrap-Musik. Das kann doch ja nicht wahr sein. Fängt das schon wieder an. Wie ist der mit der Claptrap-Musik angefangen? Die gehört einfach dazu. Die gehört einfach dazu. Ein bisschen Sauerstoff. Also bei Far Cry gefällt mir die Musik ja gut. Ja, das stimmt. Also bei 4 meine ich jetzt. Glaube ich eher nicht. Ja, ja. Ich habe dich ja letztens 3 spielen sehen, da habe ich mich schon gewundert, weil du ja gesagt hattest, dass du dir 4 kaufen möchtest. Ja, ja, aber das kommt so. 3 habe ich jetzt einfach nur nochmal so gespielt, weil ich hatte Lust drauf. Das alte. Du kaufst ja so 4, um dann 3 zu spielen? Cooler Typ. Ja, ne? Cooler Typ. Jede. Wir können ja auch gerne mal da im Koop spielen. Von mir aus. Bei 4 oder 3? Bei 4. Im Koop? Ja. Ich kann sagen, bei 4 kann man noch gar nicht im Koop spielen. Das weiß ich nicht so recht, aber bei 4 auf jeden Fall... Ne, stimmt, da konnte man das noch nicht. Oh, na super, da geht er wieder auf seinen Amoklauf. Oh, Mann, verballerst mir die ganze Munition. Ja, du kriegst ja mal wieder welche nach. Trotzdem. So. Useless. Ist echt useless, das finde ich auch nicht gut. Steck mich ein. Wo soll ich die denn einstecken? Stimmt, wir haben ja herausgefunden, dass diese Felicity auch diese komischen Augen macht. Wo stecke ich dich denn ein? Ach, doch mal da. Ich hab dich eingesteckt, Baby. Yeah, Baby! I like it! Komisch an. Arme Beine. Ist es so, ein Mensch zu sein? Na klar, ein Roboter ist wie ein Mensch. Kann ich irgendwie bei dir auf den Schultern sitzen? Ich will bei dir auf den Schultern sitzen. Lass mich auf deine Schulter. Baby, nimm mich mit. Lass mich doch hier nicht alleine. Oh, der macht auch einen
Wir machen Scheiß. Der Badass hier. Der Badass. Aber ich habe ja Felicity aktiviert, die kommt gleich. Wie kann die denn voll Blut sein? Die ist ein Roboter. So, Leute. Jetzt warte mal kurz, Raider. So. Na, Sigi, jetzt aber noch den Scarf, der gehört mir. Ey! Was? Ich hab nichts gemacht. Irgendjemand hat den getötet. Finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Also ich würde sagen, wir folgen einfach mal Felicity. Das machen wir auf jeden Fall. Ist ja eine coole Sau. Quasi den Weg für uns frei. Genau. Die Tuse. Und ich muss mal ein bisschen umrüsten. Ich müsste eigentlich auch mal wieder Punkte verteilen, aber... Sag nicht, du hast schon wieder so viele Punkte. Nein, ich habe nur zwei Stück. Zwei so. Stück sind zwei Stück zu viel. Das sind 1266 und ich habe doch gerade was Neues gefunden. Das sind ja nur 1031. Aber hocheffektiv gegen Panzerung. Und was ist mit dem hier? Mensch, Leute, lass mich doch jetzt hier mal alleine. Dann solltest du nicht innerhalb der Action deine Ausrüstung hier... Da war gerade keine Action. Doch, hier ist die ganze Zeit die Action. Ja, aber ich war gerade extra... Guck mal, dann stelle ich mich jetzt hier hinten in die Ecke. Ja, hier ist immer noch Action. Hier ist immer noch Action. Ja, aber ich muss doch irgendwie gerade mal... So, 146. Das ist ja alles scheiße. Oh, das ist ja nicht schlecht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So. Hä, warum sagt er mir denn... Na schon, ab und zu, aber... Warum sagt er mir denn, Schaden ist mehr? Verursacht extra Elementarschaden. Wir benutzen das Ding einfach mal. So. Und da haben wir eine Anpassung. Das ist alles useless. Au. Boah. Ja. Gut. Dann habe ich genug wieder Waffen. Ich habe nämlich jetzt auch eine große... Ey, sind die einfach ohne mich weitergelaufen? Best ohne dich, wenn du so langsam bist. Wenn du so langsam bist. Er musste jetzt sein Loot-Ninja-Zeug bereiten. Wow, ich habe jetzt einmal ein bisschen neue Waffen aufgesammelt. Ach du Scheiße, wir kreieren so ein Mega-Monster. So, wo ist denn hier die Steuerung? Ach, yeah. Da vorne. Ich mach das schon. Nö, nö. Finde ich nicht gut. Das wird vor allen Dingen für uns schrecklich, weil wir das Monster, was uns in den nächsten Episoden, in den nächsten Abenteuern immer so ein bisschen elementieren wird, das haben wir gerade erschaffen. Wie doof sind wir eigentlich? Wir sind ja nicht die, die damit Probleme haben werden. Naja, einmal werden zu viel. Doch, das werden wir schon irgendwie in Borderlands 2. Aber wir sind nicht wir, also wir sind andere. Ja, hier. Schon, aber ich meine jetzt wir als Spieler. Also nicht als Protagonisten, sondern als Spieler. Aber dieses Erlebnis haben wir doch schon erlebt gehabt haben. Schwierig. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Ich habe letztens den Film Looper gesehen und mich dann wieder mit Zeitparadigmen auseinandergesetzt. Und Zeitparadigmen sind einfach zu schwer zu verstehen. Naja, ich glaube, das kommt jetzt. Werden nie erfunden werden. Das kommt jetzt ja auch ein bisschen drauf an, weil, wie du schon sagst, noch gibt es keine Zeitreisen. Wobei theoretisch schon. Theoretisch kannst du ja in die Zukunft reisen. Aber geht das? Ja, weil, wenn du im Weltall schnell umherfliegst, zum Beispiel wenn du jetzt zum Mars fliegen würdest, vergeht für dich weniger Zeit, als auf der Erde vorzugehen würde. Und ja, stimmt, darüber habe ich mal eine Dokumentation gelesen. Und deshalb gibt es ja durchaus schon Zeitreisen. Wir sind einfach nur noch nicht in... Ja, erstens mal machen wir das noch nicht und zweitens mal fehlen uns noch die Raumschiffe, dahin zu fliegen. Aber wenn wir das machen, dann werden die Leute, die das machen, naja, die haben die Arschkarte, weil die Verwandten, die werden die nicht wiedersehen. Ja, aber... Das gilt dann ja nur für Zeitreisen in die Zukunft. Genau. Also, wobei... Naja, es kommt natürlich darauf an, wie weit man wegfliegt, dass man die Verwandten nicht wieder sieht. Aber dennoch, und bei
Naja, also das ist aber ja schon bewiesen mit der Zukunft. Und mit der Vergangenheit gibt's Theorien, wie so ein schwarzes Loch und so weiter funktionieren würde, dass das auch kollidiert. Aber da sind das alles noch eher so Theorien, die nicht wirklich bewiesen sind. Das kolorierte schwarze Loch. Welche Farbe hat's denn dann? Blau? Grün? Kollabiert. Habe ich gesagt. Kollabiert, das ist ja, wenn es zusammenbrechen würde. Oh Gott. Ich finde das Wort trotzdem irgendwie lustig. Koloriert. Koloriertes schwarzes Loch. Das gefällt mir. Das müsste man irgendwie vielleicht mal aufgreifen. Im Wikipedia-Artikel oder wie? Ja. Schwierig. Man schreiben kann man den ja sowieso und dann sagen wir alle, der ist gut, der ist ziemlich cool. Und dann sagen wir unseren Abonnenten auch noch hier, ihr müsst sagen, dass der ziemlich cool ist und dann aber haben wir einen Wikipedia-Artikel über kolorierte schwarze Löcher. Ah, das wäre echt cool, aber dazu müssten wir erstmal viele coole Leute sein, die alle sehr hoch bei Wikipedia angesehen sind. Sind wir doch. Sind wir das? Ich bin's nicht. Ja. Ja, auch nicht, aber. Ach, du auch nicht, aber wir sind's trotzdem irgendwie. Ja, mein Gott, dann beschäftigen wir halt eine Firma damit. Eine Firma. Gibt ja extra. Ja, es gibt Firmen, die stellen für dich Wikipedia-Artikel. Das weiß ich, das war mal groß in den Medien, weil darüber auch viel Schindluder getrieben wurde und seitdem funktioniert das nicht mehr so hundertprozentig, weil die da doch ein paar Maßnahmen ergriffen haben, dass das ein bisschen unterbunden wird. Okay, der Prototyp scheint auf dem Weg in die Testkammer zu sein. Geh auch dorthin, damit wir unsere KI installieren können. Okidoki, die Uhr tickt, gehen wir's an. Okay, was hat er auf Englisch, auf Deutsch gesagt? Okidoki, gehen wir's an. Mehr nicht? Nein. Also vorher hat er ganz viel gelabert. So, dass das Viech jetzt in die Kammer kommt und bla bla blub. Aber willst du das jetzt alles hören? Du hattest es doch auf Englisch. Also, ja, weil auf Englisch hat er ziemlich cooles Zeug geredet. So, tickety-talk. Let's go, let's do this. Party. Ja, die Synchronisation ist halt immer noch nicht. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen in einem Let's Play, dass die Synchronisation. So, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Sehr gut. Oh, schau wieder das mit dem Scheiß. So. Nein, dass die Synchronisation in deutschen Spielen nicht immer gut ist. Also, ich muss sagen, bei Far Cry 4, wenn wir wieder zu dem Spiel zurückkommen, ist die genial. Komm, Leute. Jetzt habe ich wegen irgendjemanden von euch. Irgendjemand hat hier gerade. Wer hat denn gerade schon wieder seine Dauerschießen-Attacke aktiviert? Ja, finde ich scheiße, weil dadurch habe ich jetzt meine ganze coole Munition verloren. Dann musst du sie wohl wiederholen. Ja, oder jemand benutzt diesen Kack nicht. Ich fand es noch kein einziges Mal nützlich. Ich finde es jedes Mal nützlich, aber du tust gerade so, als ob ich das steuern kann. Ich bin tot! Nein! Ihr Schwein, ihr habt euren Kameraden umgebracht. Ihr habt ihm nicht geholfen. Das wäre eure Pflicht gewesen. Bist du schon wieder tot? Boah, du bist schon wieder tot. Ich bin gerade jetzt einmal tot. Bin die ganze Zeit am dich wiederbeleben? Ja, meistens schaffe ich es aber selbst. Irgendwie fühlt sich unten meine blaue Leiste nicht. Das tut mir leid. Ich will nicht, dass mein Speicher bereinigt wird. Ich will nicht zu einem. Können wir nicht einfach eine Kopie von mir in dem Constructor installieren? Nein, das wollen wir nicht. Zu lange. Bis dahin hat Sape dann den Mond schon aufplatzen lassen wie einen Pickel. Tut mir leid, Kleine. Es hilft nichts. Kann man so, jeder? Waffen könnt ihr haben. Ich kann den Horror vollständig gelöscht und in eine gedankenlose Kriegsmaschine verwandelt zu werden. Nur ahnen. Danke, Claptrap. Danke für den Content. Ja, der uns alle super interessiert hat. Besonders, weil er von Claptrap kam. Du mit deiner Abneigung gegen Claptrap. Boah, ich habe jetzt nur gesagt, weil er von Claptrap kam. Dass ich eine Abneigung gegen Claptrap habe, das hast du jetzt gesagt. Du sagst das nämlich immer wieder. Schwierig. So. Doch, wir formatieren dich. Dumm gelaufen. Felicity, hast gerade so schön deinen Namen geändert, aber... Ich meine, Felicity war schon dufte, aber... Naja, was will man da machen? Jetzt ist sie halt eine willenlose Sklavin von Handsome Jack. Mega dufte. Ja, aber auch mega die Sklaven. Das könnt ihr haben.
Felicity! Rampant! Was hab ich gerade? Ein Paket. Fuck! Die greift uns jetzt ja an! Abschalten, nicht zerstören. Ist der dumm? Ich habe ja keine Munition mehr auf der Waffe, weil irgendjemand seine Special-Attacke hatte. Boah. Ja, die macht gut Schaden. Ich würde auch gerne mit meinem Raketenwerfer drauf zielen, aber... Wie gesagt... Da kommen jetzt noch Überwachungsbot. Wie soll ich sie denn deaktivieren, du Scheißtyp? Ja, jetzt hat sie... Voll badassig. Mensch, die macht uns gerade fertig, du Scheißtyp. Jetzt hasse ich wieder Hanson Jack. Also im Endeffekt machen wir das Scheißvieh kaputt und hoffen, dass... Och nein. Komm, billiger Gegner, wo bist du? Ich brauche einen billigen Gegner. Die hat Schilddrohnen, da sollst du drauf schießen. So, sehr gut. Die habe ich nicht gesehen. Ich brauche mal kurz Hilfe. Wo bist du? Da. Ich kann es bei dir nicht machen, Bart. Munition. Hey, was wollt ihr von mir? Ihr seid Pedobots. Pedobots. Ja, die verfolgen mich hier. Die wollen mich angrapschen. Die ist fast down. Nein, Schleim stirbt nicht. Ich rette dich. Ich häng fest. Passt schon. Ich benötige auch einen Revive oder irgendwas. Jetzt gleich erledigt. Ich komme, Darkboft. So, das hat sich erledigt. Oh, what? Ich krieg dich! Ich flick dich! Ich hab ein bisschen auf dich draufgespuckt und jetzt funktionierst du wieder! Ich bin der beste Roboter. Liegt da was Gutes, oder? Oh, ein paar Schrotflinten. Benutze ich ja, aber nee, du, das gefällt mir nicht so. Na, das ist ja... Ich wollte gerade sagen, ein paar Pedobots? Hyperion Yellow. Erstmal die Alten zerstören und... Yeah, Baby! Hallo, meine Freunde! Hallo, meine Yellow Pedobots! So, ich würde sagen, wir teilen... Die hat jetzt gerade Items gekotzt. Ja, ich würde sagen, wir teilen fair auf. Braucht irgendjemand was Besonderes? MGs. Ich nehme mir mal den Skin. Weißt du, er nimmt sich erstmal. Keiner nimmt sich was, aber er. Und ich habe gerade gesagt, dass ich mir den Skin nehme. Ja, aber dann... So. Also ich schaue gerade noch. Ich könnte gut eine Laserwaffe, eine neue, gebrauchen. Dann nehmen sie dir, die da liegt. Oh, ich hab's ja noch nicht gefunden. Ich nehme die Pistole hier. Ich hab nämlich noch keine gute. Okay, die hier, die ist jetzt echt nicht so geil. Was, hier lag ganz viel und... Oh, schwierig. Komm, nehme ich das Ding. Nein, Dings ist noch voll, mein Menü. Mein Menü, sage ich schon. Mein Inventar ist noch voll. Ich hab mir zwei Sachen genommen. Ich hab mir auch zwei Sachen genommen. Yep. Jetzt. Ah, schwierig. Weißt du... Mit Schleim hat das immer besser funktioniert. Jetzt, wo du zur Gesinnung gekommen bist, dass du ein elendiger Loot-Ninja bist. Wow, 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 jetzt hör mal hier ganz ehrlich zu. Ich habe hier gar nicht gelootet. Du bist hier gerade der Erste, der so gesagt hat, oh, ich nehme das hier.
Ja, den Skin, den hatte ich nicht. Dann habe ich gesagt, ich nehme den Skin. Ja, vielleicht wollte jemand anders noch den Skin haben. Ja, dann hätten wir uns drum prügeln müssen. Genau, ne, wir hätten einfach gesagt, wer braucht so einen Dringsten. Mit Schleim hat das immer sehr gut funktioniert. Du bist ja der Loot-Ninja. Du bist ja eh ein Ninja. Bin... Und die Munition ist und die Munition ist egal, wer die aufhebt. Die wird eh geteilt. Hinten gibt's noch Waffenkisten. Eine, noch eine. Oh, cool. Noch eine. So, ich schau mir die Waffen an. Erstmal angucken. Mach mal die mit den Mondstein auf. Okay, genug. So, ich nehme mir das mittlere Schild, wenn da niemand was gegen hat. Oh, die nehme ich? Gott, lass doch erstmal jeden gucken, wa? Echt schwierig. So, die wollen wir nicht, die können wir gerne haben. Oh, eine Sniper. Darf ich die Sniper nehmen? Warte, lass mal doch erstmal gucken. Weißt du? So, also Mods schaue ich gleich. Die Sniper, die hier in der Mitte, die mit 98, ja klar, kannst du ja. Okay. Ja. So, heb mal bitte jemand die Munition auf, die wird eh geteilt. Alter, wer hat denn hier schon wieder gelootet? Ey, ohne Scheiß, ich sag, lass uns erst mal gucken, ne? Und Darkboff, der Loot-Ninja, hat sich hier schon wieder ordentlich bedient. Ja, dann bedien dich doch an den Claptrap-Skin-Mods, Class-Mods. Ja, ohne Scheiß, ich hab gar nichts genommen. Nehmen sie dir die Class-Mods. Nein, will ich doch nicht. Du kannst ja gebrauchen, die Claptrap-Class-Mods. Nein, hab ich ja nicht gesagt. Aber ohne Scheiß, was? Er ist voll der Loot-Ninja. Kein anderer hat dir einfach was genommen. Ich schmeiß hier meine Waffe hin, gucken, ob die einer von euch braucht. Weißt du, Schleim und ich, das ist hier... Nee, kann ich nicht gebrauchen, danke. Okay. Kannst du zum Verkauf mitnehmen. So. Ja, ich hab genug, gell. Hier, komm mal. Claptrap, das sind doch Pistolen, die könntest du doch gebrauchen, hä? Nö. So funktioniert das. Fragtrap, ist jemand Fragtrack? Oder Lowringer? Die Sachen kann ich alle nicht gebrauchen. Die Pistolen sind ja auch relativ useless. Also ich würde eine Sache noch austauschen, wenn die keine haben will. Oder drüben, was es da noch gibt. Sowas Wertloses wie das hier. Und das hier. Ich nehme dann hier diese zwei Sachen in der Mitte noch mit, weil die recht wertvoll sind. Die will ja offensichtlich keiner von euch, oder? Richtig. Such noch eine gute Schrotflinte. So, hier ist doch ein Schild, was gar nicht mal so schlecht ist. Aber, dann kann ich auch kurz nochmal ausrüsten. Ich hatte doch hier jetzt ein besseres Schild. Oh, die ist sehr gut. Und damit habe ich noch mehr schöne Energie. Und es hat auch noch irgendeinen Effekt. Was kann das denn? Das müssen wir noch mal kurz nachschauen, Leute. So, wenn voll aufgeladen wird, der nächste Schuss verstärkt. Oh. Verstärken Schaden verursachen. Das Abfeuern eines verstärkten Schusses entleert einen Teil des Schildes. Finde ich nicht gut. Reduziert den Schaden von Explosionen. Finde ich gut. Naja gut, aber wir können dafür natürlich einen Megaschuss machen. Das ist jetzt nicht das Allerschlechteste. Aber ich würde sagen... Das war's an dieser Stelle schon wieder. Wir sind nämlich schon wieder bei 23 Minuten. Oje, oje, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet wieder ein, hinterlasst einen Kommentar. Thumbs up, thumbs down, was auch immer ihr wollt. Ciao, ciao. Tschüssi.